So, Leute, wir brauchen einen Tank, glaube ich, ne? Ein Brauchten wir Tank noch? fehlt. Ja, stimmt, ein Tank fehlt. Für unseren Stickstoff. Stickstoff wollten wir noch sammeln. War in der Tank nochmal? War der hier in der Drehmaschine hier, in diesem Nee, Elektronik? Ach, Hydraulik? nein, nein, der Tank, der ist auch hier in dem Atmos. Ach ja, stimmt, ist ja alles, wie viel Atmosphäre wir haben. Hier schwebt immer noch Erz bei mir in der Luft. Wo siehst du denn Erz? Na hier, bei mir. Wo bist denn du? Ich bin hier. Ach da. Da hinten Glaube springst ich du. hüpfe, ja. Ich nehme es jetzt Okay. einfach mit. Keine Ahnung, es hat in der Ja, Luft gehangen. müssen wir mit. Kostet nichts. Nehmen wir mit. Haben wir noch Rohrleitung? Rohrleitung. Habe ich vorhin irgendwo weggepackt. Hier haben wir noch welche, ja. 16 Stück. In der gelben Kiste hier. Brauchst du die? Am Tank vorbei. Wo Ja, ist denn warte, der ich bin Kran jetzt schon hier? dran, aber ich Du sehe es bist. gerade Ja, nicht. nee, ich habe sie nämlich gerade rausgenommen. Hier, da. Bausatztank, haben wir noch genug Ressourcen? Läuft, jo. Kommt einer, ist in der Mache. Ansonsten, wie sieht es aus energietechnisch? Ja, lädt, Sonne ist So, warte aufgegangen. mal, wir müssen das Brauchen ja noch. noch abzweigen können, ne? Abzweigen können. Ja. Oder so ruhig erstmal. Machen wir erstmal so. Festgebackt. Das stimmt, ja. Achso, dass du es ausleiten kannst. Wir müssen dann sowieso mal gucken, wir müssen das halt dann immer umbauen, ne? Ah, Wegen jetzt hat er diesem direkt zwei Tanks Waste-Teil. gebaut. Ist auch wieder geil, Leute. Ja, haben wir halt zwei Tanks. Ist ja auch okay. Naja. Den packen. Aber mit dem Waste, wenn wir jetzt zum Beispiel Oxide filtern, haben wir ja Sauerstoff. Und dann müssen wir Ja. immer den Waste-Tank an den anderen Tank anschließen. Ja, wollen wir es dann gleich direkt platzieren oder was? Also Ich einmal lass richtig mal, anschließen. also, Langsam. so, wir haben ja einmal den Filter, den wir hier reinsetzen. Das geht Genau. ja denn Das in geht die gerade Richtung durch. Das geht gerade raus. durch. Das kannst du dann Und direkt anschließen. der Rest geht ja automatisch an der Seite heraus. Und Richtig. das ist unser Resttank. Achso, Ja, okay. da mischen wir einfach. Gerade egal, was rauskommt. Okay. Da hauen wir erstmal alles Ja, zusammen in gut, einen Tank. stimmt. Ja, dann Und machen wir nachher, doch. sobald wir ordentlich machen, können wir das hier alles sortieren. Sobald wir ordentlich machen. Haben wir jetzt noch Frames? Also diese. Weißt schon, ne? Ne, haben wir, Die glaube ich. Stahlplatten? Die Eisenplatten meinst du? Nee, keine Eisenplatten. Diese Rahmen, die Nee, ich glaube, die waren weg. Eisenrahmen. Die waren Pass weg. mal auf, haben wir hier in dem Fertiger? Haben wir noch ein bisschen Eisen drin? Dann mache ich hier nämlich nochmal einen, dass wir dann vernünftig Also, ich den würde Tank Stahlrahmen platzieren können. machen, die sind günstiger, ne? Ja, schon, aber jetzt sagen wir für den einen Ding, also für den Aufbau dann schon, aber jetzt hier für den einen Boden da, dass wir den Tank da ein bisschen drauf machen können. Ja, gut, stimmt. Ich glaube, hier war noch Glas. Nee, Glas ist doof. Ich will Stahlplatten. Haben wir Stahlplatten noch? Eisplatten? Auch nicht, ne? Machen wir eine noch. Eisenplatten. Eine langt ja. Dann kannst du den Tank nämlich drauf machen. Los. Und mit Rohren hast du genug? Nee, da werden auf jeden Fall noch ein paar benötigt. Ich habe noch Nicht. drei und das langt nicht ansatzweise. Dann Hast machen du wir jetzt eine mal. Eisenplatte produziert oder hast du noch eine? Nee, ich dachte, du wolltest produzieren, weil du gerade neben Ach dran so. gestanden hast. Alles gut, mach da eine, ja? Na komm. Ja, eine langt. Also ich. Ich suche jetzt gerade mal das Ding raus. Ich mache jetzt einfach mal sechs Rohre auf jeden Fall, aber das wird wahrscheinlich trotzdem nicht reichen, ne? Hey, also ich bin da noch nicht mehr fertig mit dem Verbinden. Soll ich hier das direkt gegenüber dem Waste legen, ne? Ganz normal zumachen, ja? Wo den Tank hier hin platzieren? Also hier? Ja, zum Beispiel, Ja, würde genau. ich sagen, ja, Ich hole komm. gerade mal noch hier, weißt schon, Volatiles und ein bisschen Oxide, dass wir vielleicht ein bisschen schneller das Eisen durchschmelzen können. Wir hatten den Abstand gemacht. Direkt nah aneinander, ja, ne? Ja, so professorisch erstmal, ne? Naja, ist erstmal egal. Farbe, wollen wir uns auf irgendwas einigen? Ist, glaube ich, egal, ne? Ist ja Ja, alles noch komm. provisorisch, das, ne? Naja. Bunt. Bunt. Ja, also, wenn ich das hinkriege, hier in Camouflage das Ganze hier irgendwie so darzustellen, dann bin ich, glaube ich, ein Künstler, aber ich glaube, das klappt nicht. Hatten wir es vorhin nicht davon? Wir finden Volatiles immer dann, wenn wir sie nicht brauchen, wenn wir sie wollen. Ja, Genau, also ich bin. ich finde keine. Schön. Sorry. So, bin jetzt So ein hier. bisschen Volatile habe ich. Hat noch irgendjemand Oxides gesehen? Ja, gut. Gesehen vorhin schon, aber. Nee, also ich habe nichts. Tank hier. Und das habe ich auch nicht drauf geachtet. Oh, schon wieder Aber. Hunger Critical, Leute, ey. Das Ja, gibt's bei doch mir nicht, auch. Mann. Wir werden sterben, wir werden alle verhungern. Muss man aber auch sagen, da hat die NASA nicht mitgedacht, ne? Weil ich sag mal, vier Schokoriegel für drei Mann ist jetzt nicht viel.
Die müssen auch sparen, ne? Kennst du auch Einsparprogramme und so weiter? Das stimmt. Es kostet alles nur Geld. Selbst die Schokoriegel sind teuer. Schokoriegel? Ne? Gibt es irgendwie so eine Werbung oder so, ne? Kann das sein? Irgendwie von irgendwas? Also egal. So, wie wollen wir das teilen? Mach ich mal einfach grün hier, komm. Giftgrün. Ja, Giftgrün, ne? Ventile brauchen wir noch, ne? Haben wir nicht genug? Nee, wir brauchen jetzt noch einen für den. Weil wir jetzt ja an den Rohrleitungen sind ja gleich jetzt automatisch. Ein Ventil. Bringt ja nichts zu befüllen, wir müssen es ja auch abzweigen können. Das ist absolut richtig, ja. Wie machen wir das? Wollen wir das automatisch nur mit den kleinen Flaschen erstmal machen? Weil das ja eh alles nur provisorisch ist, dann haue ich da überall jetzt kleine Gas. Ja, ja, da brauchen wir auch kein Ventil. Das langt. Okay. Das langt, denke ich. Brauchen wir nicht. Da brauche ich nur die ausgeschaltet. Das Ding blinkt. Mit der Batterie. Ach, guck mal, können wir abschalten. Ach, guck mal, hier, die Batterien sind alle voll aufgeladen, ja? Das ist gut. Sehr gut. So, ich tue jetzt hier mal 10 Volatiles rein und mal gucken. Ich split mal 3. Hoppla. Ich split mal 3 von den Oxides ab. Langt zwar nicht ganz, glaube ich. Aktivieren. Ja. Eisen. So. Wie viel was brauchen wir? 150? Stimmt, wir können ja eigentlich ein paar mehr gleich machen. Ne, wobei, ich mach die mal einzeln. Dass okay. Dass wir einzelne Barren haben. Heißt, was brauchst du jetzt? 50 oder was? Achso, ich nehme die gerade hier raus. Ich habe lange Arme. Achso, ja, dann mach mal. Machst du hier. Haben wir hier noch was? Was brauchen wir denn noch? Ein Ventil auf jeden Fall. Ja, warte. Ne, ich meine an Metallen. Ach, ich hab schon wieder zu viel aufgemacht. Ein Ventil, okay. Bin dabei, warte. Ventil. Nee, halt, warte, brauchen wir gar nicht. Nee. Nee, für das Waste brauchen wir doch keins, oder? Brauchen wir keins, ja, hab ich vergessen. Wir bräuchten hier mal Stahlplatten, damit wir hier den Boden nochmal erweitern können, beziehungsweise Stahlrahmen. Haben wir keinen Stahl mehr? Keine Ahnung. Warte mal. Aber man fällt hier dauernd in diese. Doch, Stahl, 280 Gramm haben wir noch drin hier in dem Dingens. 280? Man fällt hier nur, wie gesagt, ständig in diese Kacklöcher rein. Und schmeiß mal raus hier. In die Kacklöcher. Kacklöcher, ist okay. Eisenbarren, der kommt raus hier. Wo ist jetzt der Stahl hin? Da war doch gerade noch Stahl. Oder hast du schon weggegriffen? Was, ich hab nichts. Warte mal, wenn ich Licht anmachen hier. Also ich mache hier einfach mal. Ach, ich hab Stahl. Barren. 280 Gramm habe ich. So. Stahlbarren war hier. Wir brauchen noch eine Rohrleitung, sehe ich gerade. Ich habe gerade Stahl abgezwackt. Brauchst du oder brauchst du nicht? Nee, ich brauche nur eine Rohrleitung. Also. So gut. So. Dann können wir eigentlich auch schon Gas sammeln. Nein! Warum ist das Eisen jetzt wieder rausgefallen? Lavan, portabel. Stahlgerüst, wie viel soll ich machen? Oh. Erstmal laufen lassen? Wir haben auf jeden Fall, die Temperatur ist, glaube ich, gefallen. Ja. Wir können nicht mehr produzieren. Wir haben zwar extrem hohen Druck von, wie viel haben wir denn? 24.000 Kilopascal, aber wir haben nur noch 800 Kelvin. Ist schön, ja. Das reicht nicht ganz. Aber bevor jetzt der Ofen hier platzt, lasse ich, glaube ich, den Druck erstmal abfallen. Oder, ich habe eine bessere Idee. Will sich hier jemand vor dem passiven Ventilator stellen und mal weggeblasen werden? Warte, ich kann mich da mal hinstellen. Warte, ist bestimmt lustig. Nee, lassen wir mal lieber. Aber willst du das Druckventil aufmachen? Oh, ja, was? Ja. Aber das wird auch so auch schon. Da kommt jetzt gleich schon ordentlich was raus. Pass mal auf. Alter! Ey, Feuerwerk, Leute. Sieht gut aus. Was sieht da? Aber es ist tatsächlich, die haben die Hitzewellen eingebaut. Ja, ich glaube schon. Ja, ne? So ein bisschen, ne? Es sieht auf jeden Fall gar nicht so verkehrt aus. Also. So, auf jeden Fall, wir haben es geschafft, das Vakuum auf dem Mond aufzuheizen. Ja, ne? Sehr gut. Wer, wenn nicht wir, ne? Ist auch klar. Das ist auch schön. So. Das langt. So, Stahlplatten, ne? Wie viel brauchen wir? Erstmal ordentlich durchlaufen lassen oder? Ja, ne? Also ich räume jetzt hier einfach mal die ganzen Barren wieder auf. Von dem Zeugs, was ich hier geschmolzen habe. Ich brauche aber echt Stahlgerüste. Brauchen wir ordentlich oder? Ja, ne? Ja. So, ein bisschen Kupfer noch. Ein bisschen Kupfer. Boah, Alter, ich fange mal. Das sehe ich jetzt erst. Oh, 0%, ja. Essen. Ah, ne, ich habe nur einstecken. Nein, bei mir schon ein Riegel. Gut, dass du es gesagt hast.
kuscheln. Man muss gar nicht direkt essen. Ne? Das geht auch so ein bisschen, man muss ein bisschen warten. Ja, nur ein bisschen Leben hast du verloren. Zumindest hast du, eine Leiste dazu bekommen. Ja. Du hast so eine Lebensanzeige. Wenn man dich anguckt, hast du eine Lebensanzeige. Die siehst du selber nicht. Oh, ja, stimmt. Stimmt. Ja. Es ist ja schön, dass jeder andere sieht, dass ich krank bin. Nur ich selber fühle mich besser. Ja, du auch hier. Bis du tot umfällst. Bei dir auch so, ja. Ja, ich hab's auch vergessen. Naja, passiert. So, der Ofen, der ist jetzt wieder ein bisschen kalt. Müssen wir noch irgendwas schmelzen jetzt aktuell, oder? Ich habe jetzt hier noch 280, oder was haben wir drin? Also 260 Stahl, wobei ich jetzt hier Stahlgerüste angefangen habe zu produzieren. Wir bauen dann nur 2 Gramm pro Stück, das geht ja recht fix. Ich kann auch nochmal hier ein bisschen. Ich meine, solange die Sonne noch nicht da ist. Ja, könntest du das nutzen? Kann ich das nochmal nutzen? Sieht total geil aus, wenn das so wegbackt, ne? Du schmeißt es wahrscheinlich oben rein, aber man sieht es nicht, ne? Da gut. Ach so, ja, stimmt. Du siehst es dann nicht, richtig. Nee. Backt dann ganz komisch rum, aber naja, gut. Das ist nicht so schlimm. Ja, wunderbar. Jetzt brauchen wir noch die Filtereinheiten, ne? Ein Filter haben wir ja drin. Ich glaube, das war Wasser, oder? Kann das sein? Ja, wir haben Wasser, haben wir nicht. Ja, stimmt, genau, Wasser haben wir. Aber wir müssen doch die anderen auch haben, Sauerstoff und so weiter, oder? Vertue ich mich jetzt. Also nichts mitgeliefert von der NASA. Nee, stimmt. Hat die NASA vergessen. Der. Wasser haben wir auf jeden Fall, okay. Das ist auf jeden Fall wichtig. Wir können trinken, aber wir können nicht atmen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einmal Sauerstoff. Das finden wir ja auch alles hier, ne? CO2. Ah, halt. Warte mal. Brauchst du irgendwas? Hier. Also, CO2-Filter brauchen wir noch nicht, oder? Nee. Nein, haben wir CO2, haben wir ja, atmen wir ja ab quasi. Ja. Für das Treibhaus dann. Ja, Stickstoff brauchen wir doch für die Mischung später, oder? Hier für die Sauerstoff-Dingenskirchen hier, Gedöns. Stickstoff? Das brauchen wir jetzt noch nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee. Sauerstoff brauchen wir aber. Sauerstoff brauchen wir und... Ja, das langt eigentlich fast, ne? Eigentlich schon. Weil ich sage, das CO2, was wir dann brauchen, das atmen wir ja eh noch ab. Wir brauchen ja noch die flüchtigen Stoffe. Das ist ja Wasserstoff, ne? Wasserstoff... Die flüchtigen Stoffe? Nee. Wasserstoff ist nochmal extra. Ja, Wasserstoff sind doch die flüchtigen Stoffe auf Deutsch. Oder guck mal, was ist jetzt gerade eingestellt bei dir? Volatiles, das sind Volatiles, ja. Das ist flüchtige, okay, gut. Das sind flüchtige Stoffe. Okay. Den brauchen wir ja noch. Keine Ahnung, warum das Ding die flüchtige Stoffe heißt, aber... So, also haben wir jetzt die drei, die wir hier einspeichern. Da bräuchten wir jetzt eigentlich noch einen Tank mit einer Vakuumpumpe, worüber wir unseren Atemluft abzwacken, also sprich unser CO2. Also ein Tank müsste da noch rumfliegen, den habe ich ja gerade abgelegt. Oh, ja, was haben wir denn eigentlich alles in unserem US-Tank drin? Hat das nicht schon mal jemand überprüft? Also ist da nur CO2 drin? Ich schau gleich mal, ich nehme mal kurz gleich. Eigentlich schon, glaube ich. Weil sonst machst du das nämlich einfach gut, wobei, wenn du es dann im Gewächshaus einfach aufmachst, ist auch doof, weil sich der Druck da nicht genug ausgleicht. Also dann kriegst du den Kanister nicht komplett leer. So, 30 Stahlgerüste, Stahlplatten auch, ja. Stahlgerüste für? Nee, warte, Stahlwände. Kannst du mir Stahlwände ein paar machen? Stahlwände, ja klar. Das ist gut. Über Bausatzwände, ja. Ja, genau, weil dann mache ich nämlich schon mal das Gewächshaus ein bisschen. Und wenn du hier Stahlrahmen hast. Wir brauchen Kupfer. Kupfer braucht das Land. Ich mach mal was. Hab ich. Haste, habe ich schon gesehen. Den 37, komm, nehmen wir den 50er. Ja, hier liegt sogar auch noch was auf dem Boden. Ich schmeiß mal den Stahlrahmen wieder hin. Ja. Und. Schmeiß das mal an hier. Dann brauchen wir Stahlplatten, dann können wir zumindest schon mal anfangen, die Luftschleuse zu bauen. Ich mach die erstmal auf hier, die Luftschleuse. Aber wenn du dann später ja alles hier mit Dingens verkleiden willst, mit Glas, brauchen wir auf jeden Fall auch Eisenplatten wieder, ne? Oh, sind die flüchtigen Stoffe jetzt wirklich gerade alle. Ich hab die, ich hab die gerade aufgesammelt, damit die nicht schmelzen. Komm mal her, dann können wir mal gucken, ob das hier seinen Sinn macht.
Flüchtige Stoffe waren jetzt rot, ja? Jo. Ja. So, dann solltest du jetzt... Ich schmeiß mal drauf. Oh, wir haben ein Problem. Bei? Ja. Du brauchst einen aktiven Ventilator, der das einsaugt. Ja. Nee. Eigentlich nicht. Also ich hab's mit einem aktiven Ventilator gemacht, hat immer gut funktioniert. Da hat er nämlich alles nach unten gesaugt. Ja. Okay, nee, also du musst das dann, glaube ich, auch draufstellen, oder? Ansonsten nimmt er das, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr. Wir haben aber trotzdem ein anderes Problem, aber das regle ich gleich. Und zwar, wenn wir gleich jetzt Sauerstoff reinhauen würden, hätten wir aber noch Volatiles in der Rohrleitung. Heißt, ja. Und das die stimmt. Müssen wir vorher raushauen. Das macht nämlich sonst Peng. Das kannst du vergessen. Dafür verwende ich gleich dann den passiven Lüfter. Ganz einfach. Ja, noch Eisenbarren? Ich wollte gerade sagen, weil mit dem passiven Lüfter, wenn du jetzt Pech hast, dann strömt ja alles. Ach nee, Quader kann ja nicht, wegen der Filteranlage. Kann der überhaupt direkt an die Filteranlage? Muss er nicht normal einen Rohr da noch dazwischen? Also der sagt mir eigentlich, dass das funktioniert. Ja. Wenn ich den da draufsetze, dann sagt er mir, er ist gelb. Ja, okay. Wenn er das sagt, mal ausprobieren. Wenn der dann so ankommt, ist ja okay. Aber ich kann ja auch, wie gesagt, ich nehme den passiven Lüfter jetzt eh für Dings, für den Ausgang gleich hinten und dann brauche ich jetzt erstmal Gold und was brauche ich da? Haben wir noch einen aktiven? Ja, ne? Ja, müssten wir eigentlich... Am Anfang, ja, von der Luftschleuse. Ja. Du brauchst ein paar Wände, soll ich schon ein paar Wände oder Fenster? Was machst du? Ich mache Fenster. Fenster direkt. So, wie willst du es bauen? Einfach zack. Ja, zu. Genau. Einfach zack und dann oben nochmal Fenster als Dach drauf. Als Dach auch nochmal, ja. Okay. Ja, und dann hast du rundherum nämlich die Sonne, die reinscheint. Na komm, dreh dich hier. Und dann müssen wir hoffen, dass das auch funktioniert. Das Größte an dem Raum ist tatsächlich die Luftschleuse. Was mich wieder daran erinnert, nein, das war falsch. Ich wollte nämlich die Luftschleuse aufmachen. Nee, passt schon. Ich habe mit mir selbst geredet. Ach so, okay, sehr gut. So, jetzt haben wir alles drum. Ja, so, jetzt können wir zumindest in der Luftschleuse schon mal arbeiten. Die ist jetzt brauchen noch eine Wand. Hast du noch eine aufgenommen? Nee, ja, nee. Ja, ich habe nicht mehr. Eine. Ich glaube, da können wir auch aufhören, ne? Brauchen wir erstmal nicht, ne? Nee. Und wir brauchen auf jeden Fall Glas. Glas und Eisenplatten. Und ja. Glas habe ich auch irgendwo gesehen. Das war, glaube ich, in der Kiste hier noch irgendwo. Ja, weil 50 Stück. Oh, guck mal, wir haben genug Wände, die, mach ich mal kurz aus hier. Oha, jetzt haben wir ganz viele Wände. Na gut, 8 Stück auf Reparatur. Sieht wieder aus wie bei Hempels, aber naja. Ich versuche hier mal die Kiste wieder außen rum zu. Oh Gott, hier ist ein Loch. Ah, echt? Mal die Kiste wieder ein bisschen zurück auf die Plattform stellen. Okay. Warte mal, Eisen. Oh, die ist weggeflogen. Oha. Rosi. Keine Scheiße. Eisenplatten brauchen wir. Oh, ich brauche wieder Eisen, ey. Eisen geht weg, wie warme sind. Nee, immer noch nicht. Wo ist sie jetzt hin? Sieht jemand die Kiste? Was denn? Welche suchst du denn? Welche Farbe? Die gelbe Kiste, die ich hier eben abgelegt habe, die ist einfach plopp weg. Wie? Da war keine gelbe Kiste. Doch, ich habe die hier eben abgelegt. Das war die gelbe Kiste, die hier hinten auf der anderen Seite gelegen hat. Du hast die doch vorhin da hingeschleudert. Was da drin? Ja, nee, die ist dann weggeflogen, dann habe ich sie hergeholt und jetzt ist einfach ganz weg. Boah. Was da drin war? Keine Ahnung, unsere ganzen Glasplatten und so ein paar von den Materialien noch. Naja, dann. Ja, gut, ist ja, also. Solange es nicht das Essen ist. Also, war so eine ganze Kiste voller Erze. Ich buddel jetzt ja gerade mal ein bisschen nach unten, aber hier ist die ist auch nicht im Boden. Wo ist sie denn jetzt hin? Okay. Ich sehe sie nicht. Ja. Mal so 20 Eisenplatten, dann verkleide ich das schon mal und dann. Dann können wir ja vom Glück reden, dass wir eine Aufnahme haben. Dann können wir es nachher alles ganz genau verfolgen, wo sie hingegangen ist. Ja, wahrscheinlich lachen sich die Leute ja, kaputt, weil sie die ganze Zeit das Ding hier irgendwo rumschweben sehen, bloß wir das nicht sehen oder so. Ja. Das ist natürlich auch geil. Ja. So, ist die Luftschleuse. Jetzt machen wir den ganzen Kram mal schon mal zu hier. Ich weiß, welcher Depp wieder schuld dran ist, dass es weg ist. Pass auf, irgendwann gehen wir dann wieder nach Materialien farmen und 300 Meter von der Station weg liegt dann so eine gelbe Kiste einfach rum. Ja, ja. Das Problem ist, wir müssen jetzt halt unsere Glasplatten neu bauen, die wir eben noch hatten. Mhm. Das kriegen wir ja hin. Also jetzt nicht schon die aber Detail. Hattest du nicht Silikon, also Silizium, genau. Ja, hatte ich schon gesammelt, ja. Ein bisschen ist was da, ja. Auch, glaube ich, noch. Mal gucken, kann ich damit. Macht mir jetzt, hä? Nee. Silizium funktioniert im Schmelzofen nicht, ne? Offensichtlich. Ja, du musst eine andere Temperatur
Ja, nee, also ist nicht so tolerant. Silizium ist nicht so tolerant. Nee, das ist, glaube ich, ein bisschen. Wo ist denn jetzt die Wende? Ich Und hatte es noch eine dauert eine Wende. Weile. Naja, gut. Wende hier, Wende braucht das Land. Wir brauchen auf jeden Fall Stahlplatten wegen der Luftschleuse. Ja. Und wir brauchen ein Rohr, habe ich gefunden. Das tue ich mal hier rein, dass das nicht wegrollt. Wir müssen halt die Steuerung hier reinbauen. Also wir brauchen noch den aktiven Lüfter, brauchen wir einen auf jeden Fall. Ist doch eigentlich alles fertig hier, wieso Und verbaut dann denn die brauchen noch? wir noch die Steuerung. War alles hinten, glaube ich, in der gelben Kiste hier noch, naja. Habe ich jetzt alles verbaut hier? Habe ich irgendwas vergessen? Mal gucken, ich glaube, da brauchen wir noch eine. So, nachher, wenn ihr das Rohr anlüftet, vergesst nicht, die Tanks dazu zu machen, ne? Warum? Glaube, jetzt Okay, haben wir hat alles. gemerkt, dass das eine dumme Frage war und dass sie nicht ernst Wer, gemeint ich? So, ja. Ich war. bin gerade total im Gedanken. Ich wollte irgendwas machen, aber ich vergesse das immer wieder. Kennt ihr das, wenn man so am Tun und Machen ist und sich dann währenddessen denkt, boah, da muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden? Ja, das ist, weißt du, woran das liegt? Da, das wollte ich machen. Ja, wir sind eigentlich Sims und irgendjemand hat uns die Gedankenblase weggeklickt. Ja, daran wird's liegen. Ja. Aber die Kiste ist echt weg, ey. Das kann Ja, doch die nicht ist einfach, sein. keine Ahnung, ich habe die hier hingestellt, schön hier zwischen rein, ne, so wo ich jetzt so stehe und dann war die weg. Ich habe sie gefunden, die liegt hier im Loch, Mensch. Ich hole sie mal hoch. Willst du mich verarschen? Ab im Krater, natürlich. Ich sehe die doch hier. Tatsächlich. Wie? Unglaublich, wa? Ach, Mensch. Warum? Also, Ach, keine da Ahnung. unten? Wie kommt Da die da unten? nochmal hin? Ja, ich habe die da oben hingestellt und da unten liegt sie. Tada. Das kann doch Stell nicht sein, also. du die Steht da einfach, noch. stell du die einfach mal hin. Mach du das jetzt mal. Ne, ich will jetzt nicht. Ja, da guck, da kommt gerade so eine Rodflare vorbeigeflogen, so eine Warnfackel. Läuft. Da war auch das Glas drin, sagtest du, ne? Da war das Oder? Glas drin, ja. Ja, komm, da kann ich schon mal zumachen hier. Oder soll ich erstmal noch auflassen? Nö, wir können ja vorne reingehen. Du kannst schon zumachen eigentlich. Wie soll denn hier satt werden? Weiß Wie, nicht. pf, keine Ahnung, ich. Reicht doch. Also drei Kartoffeln und so. Echt? Ich hätte jetzt 3x3 gemacht. Ja, können wir Ja. erweitern. Ist ja problemlos. Erstmal Muss vom man Grundsatz ja nur her. nebendran aufbauen, Haben wir jetzt alles zu zusammenbauen und hier? dann abreißen. Nee, hier Oder ist ist noch, vergessen? oder? Wo? Hier, da wo ich durchgehen kann. Da komme ich. Ah, so. Dumm. Komm, ich renne jetzt erstmal einmal überall vor und Hier. teste mal, ob das auch wirklich zu ist. Ja, Ja. das ist Ja. zu, das ist Auch zu. zu. Das sieht bestimmt total witzig aus. Das Dach ist auch zu, ne? Ja. Ja, ist alles. Alles zu. Okay, dann können wir jetzt, wenn du noch die Schallplatten hast, dann schweißen wir hier noch zu. Die Luftschleuse, dann schließen wir die noch an. Macht da Oh, ich. Stahlplatten nicht, ist so Eisen, oder? Nee, Oder was habt ihr? ich hab Habt ihr schon Stahl die. verbaut, ja? Genau, ja. Da kann ich auch machen. Habe ich noch Stahlplatten? Eisenplatten? Ne, Stahl habe ich. Ja, wo habe ich den Stahl hingepackt? Mach schon mal die Boah. Stromanschlüsse. Ich weiß nicht, wo du es hingepackt hast. Hier, denn wo wird das War haben? nicht Ey, dabei. Jungs, Ja. wo findet man. Ach nee, das findet man auch unter der Hydraulik Mistkacke, ne? Hier diese Plantagen, ja, ne? Ja. Da ist Nein, ziemlich viel ja. drin, ja. Hydrophonics heißt das, glaube ich, auf Englisch und Hydrophonics, irgendwie sowas. Weiß nicht, wie das auch wieder auf Deutsch heißt. Ne? Ist auch schön, dass hier diese Ori-Scanner Bodenradar heißt. Ne? Ah, ich bin ein Depp. Aber gut, das wussten wir vorher schon. Du hast die Stahlplatten gefunden? Nee. Nee. So. Aber ich habe die einen Luftschleuse falsch rumgebaut. Die Was? Stromanschlüsse nach außen gemacht, die sollen aber nach innen. Eisenplatten habe ich hier. Ja, schön. Wo habe ich denn die Stahlplatten hin? Oder hatte ich jetzt alle aufgebraucht? Ich habe noch nie Stahlplatten gesehen. Ich habe nur Ich habe gesehen, auch gar dass keine du. produziert, weil ich Eisen produziert habe. Alles gut. Ja, wollte gerade sagen. Eisenplatten liegen in der Mitte. Ja, Das kann ich dir die. sagen. Stahlgerüst. Stahlplatten. Stahlplattenproduktion. Los geht's. Achso, ich wollte gerade sagen, du produzierst und läufst gleichzeitig hier ins Gewächshaus rein, aber warst du gar Kann nicht. man die direkt hintereinander Nee. machen oder muss man da eine Rohrleitung Da musst du zwischensetzen? nur. Ich glaube, du musst eine Rohrleitung Weil zwischensetzen, wegen dem er Wasser. zeigt mir an, dass er verbunden ist, Echt? deswegen. Ja, dann Okay. versuch's. Mehr als nicht funktionieren kann's nicht. Also ich kenne es auch nur so mit der einen Zwischenrohr,
Geschichte. Zumindest, wenn du das in den Tank abführst. So. Guck mal, da haben wir doch drei Stück schon mal. Zack. Zack. So, Wasser drin. Du kannst ja theoretisch, wenn wir doch einfach jetzt hier um die Kurve gehen. So. Dann könnten wir direkt weiterbauen. Dann kriegen wir insgesamt 9 Stück unter. Aber ich habe keine Rohre mehr. Jetzt, wie viel brauchen wir jetzt noch? 9 Stück? 4 Stück hatte ich, 5, ne? 5 Stück, ja, genau. So, was kann ich zumachen? Hier die ganzen... Außenrum die ganzen Blöcke hier, komplett. Also komplett die ganzen Blöcke? Nee, hier für die Luftschleuse, die komplett zu. Dann können wir die Luftschleuse bauen und dann... Schon wieder. 10%, ja, gut, dass du es sagst. Nur 8%, scheiße. Ich snack da mal mir noch mein Riegel rein. Sonst habe ich kein Essen mehr. Ich auch gleich schon wieder Platz hier. Kannst du knicken. So. Das heißt die Außenwände, ja? Okay, dann genau, komplett. Und dann baue ich nämlich schon mal die Luftschleusensteuerung hier ein. Fupp. Gut aus. Im Boden. Hast du schon verkabelt alles unten? Nee, noch nicht, ne? Nee. Okay, gut, alles klar. Also nur außen, okay. Einfach nur, dass wir das schon mal anbauen. Und oben auf jeden Fall. Oben ja, drüber noch für den aktiven Ventilator. Dann brauchen wir noch den. Ach, der Gassensor ist wahrscheinlich unser Lichtsensor geworden, ne? Unser Tageslichtsensor. Ja. Ach, da brauchen wir auch noch einen, ne? Warte mal, ich guck mal. Brauchen wir noch einen neuen, genau. Mal kurz hier durch die Welt. Weiß einer, wie viel Wasser man braucht? Wird wahrscheinlich nicht so viel sein, oder? Nee, ich meine, kann's zu viel sein? Nee, eigentlich nicht. Naja, in Wirklichkeit schon. Ja, in Wirklichkeit okay. Schon, aber sonst würde ich sagen, pack einfach mal rein und guck, was passiert. Aber ich würde sonst provisorisch jetzt einfach hier so ein Gasflaschenlager hinsetzen, wo wir die Flasche reinsetzen, Thema durch. Ja, könnte erstmal funktionieren, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt bestimmte Art von Druck braucht oder sowas. Weißt du, was mir auffällt? Was mir auffällt, Stefan, kriegen wir noch Lampen oben an diese Glasdecke ran? Ja. Ja, gut, das okay. Geht. Weil das fehlt nämlich noch. Und, ach shit, du musst, glaube ich, hier das eine nochmal aufbauen. Nochmal aufmachen. Wo das Stromkabel rauskommt, das müssen wir hier noch reinlegen. In den Raum. Ach so, rein. Du meinst hier die Seite, ja? Okay. Ja. Warte mal. Ah, ich sehe gar nichts mehr. Das ist echt dunkel, ne? So abends. Ja. Oh, es ist ja alles komplett dunkel. Aber das könnte auch daran liegen, dass meine Batterie einfach leer ist. Mhm. Was brauchen wir jetzt? Wie viele Leuchten brauchst du? Jetzt. Weiß nicht, so das Hell ist da drin? 2, 3? Zwei reichen, glaube ich. Ich finde das immer so grell mit den Lampen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist schon echt teilweise krass. Also was brauchen Silizium. Haben wir Silizium? Hatte ich in den Lichtbogenofen geschmissen, müsste vorne dran liegen. Ach da, ja. Silizium. Ein paar 50 Gramm. Läuft. Also 2 Stück würde ich erstmal sagen. Machen wir mal 3, komm. So, jetzt haben wir Strom drin. Bausatz. Bauen, leuchten, ne? Ja, gut, jetzt ist das ja. Wir müssen jetzt nur noch an der einen Seite dann... Den Gassensor, ne? Den brauchen wir auch noch, oder? Gassensor und wir müssen, wollen wir, wie wollen wir das machen mit den Rohrleitungen? Mit dem Befüllen wegen dem Wasser. Wollen wir von außen ins Gewächshaus was reinleiten? Würde ich sagen, oder? Ich habe da schon eine Schräge rangebaut, ich kann es euch gleich mal zeigen. Ja, die habe ich hinten gesehen. Ja. Willst du dann komplett entweder mittig rein oder von draußen. Mir ist das egal. Nee, weil hier noch der Block offen ist, auf der einen Seite, deswegen meine ich. Warte. Also bei dir da auf der, ja, den wollte ich zumachen, ich wollte so einen Kreislauf machen. Ja, das ist offen. Nee, ich meine, ob wir hier, wo jetzt das Stromkabel reinkommt, ob wir da auch noch Gaszufuhr reinmachen fürs Wasser, aber das, wenn du sagst, du willst einen geschlossenen Kreislauf machen. So dachte ich und jetzt hinten einfach zumachen, aber. Ja, doch, das ist genau. Ich weiß nicht, ob die am Ende zu sein müssen. Deswegen, ich habe mich mit die sind, noch nie... Ne, die Rohre sind ja selbstversiegelnd. Ich denke mal, dass auch dann dieser Pot da... Eisen, Gold und Kupfer brauchen wir, okay? Zu ist. So. Ja. Also müsst ihr sagen, mir ist das egal. Mach zu. Sicher ist sicher dann. Im Endeffekt. Sehen wir dann ja, ob das was tut oder nicht.
Ja, werden wir sehen, ne? So, sieht ja schon mal gut aus, ja, oder? Ich schließe jetzt mal den Rest hier noch an. Eisen und Gold. Wo gehen wir denn hier ab? Greifen wir hier den Strom Gold. Ab. Gold. Und. Aber Jungs. Ja. Möchte ja. Ich euch nicht enttäuschen oder so. Oh, ne? Nee, möchte aber nicht. Ist schon wieder soweit. Es ist wieder soweit. Ist wieder soweit, okay. Ja. Nein. Ein bisschen länger als sonst. Oh. Oh. Dafür. Ja, warte, ich schmeiß noch mal kurz hier was rein, Leute. Und. Schmeißt noch was? Ich auch, warte, ich schmeiß auch noch was. Hier, zack. Okay. Oh. Ich brauche Eisen. Achso, das ist hier drinnen. Im Dings. Ich schmeiß nichts mehr. Ach komm, ich schmeiß überhaupt nichts mehr. Nee, wir schmeißen nichts mehr. Wir sagen, unser Gewächshaus ist dann ein Projekt für die nächste Folge. Angefangen haben wir es, ja, fertiggestellt, wird es das nächste Mal. Ja, würde ich auch sagen. Ja, okay. Also Leute, tschüssi. Bis dann. Macht's gut, ciao.